So, natürlich ist er da unten. Sieht nicht gut aus. Er ruft. Hallo? Ach hier. Was ist hier los? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Alarm! Komm her, du Weichei! Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Oh. Alarm! Na, ah, super. Das wird eine Freude! Ah. Jawohl. Das nennst du kämpfen? Na komm. Wo hat er? Na, was denn jetzt? Hm? So, ihn unbewaffnet ziehen lassen, ihn nur ziehen lassen, wenn er zahlt, den Kampf fortsetzen. Hör auf zu flennen und kämpfe! Ah, genau. Du Bestie. Du hast hier einen verdammten Händler getötet. Was ist denn mit dir? Oh. Hab ich ein Glück, dass der seinen eigenen Kumpel angeschossen hat. So, na, die nehme ich mal mit. So, jetzt hätte ich den gern geplündert. Aber denn hier? Nehme ich mit. Das kann man weg. Mitnehmen. Wiederset. Silberring. Bände. Das ist schon kaputt. Aufguss. Blitzpfeile nehme ich mal mit. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Waffen. 59. 37. Okay. Werde ich gleich mal ausrüsten hier. So. Da kann nämlich der hier dann weg. Ich kann ja noch tragen. Wo steht denn das? Ja. Nicht mehr allzu viel. Haben. Annehmen. Forschen. Alles defekt. Zwei nehme ich auch noch mit. Oh, gut. Macht 30, naja gut. 39, na, ich bin bei 41. 22 bin die. Warte mal, das kann aber weg fallen lassen. So, 53, 63. Ganze Pfeile, ja, okay. Kann ich den mitnehmen? Cool. Danke. Den wir auch im Rücken stecken gehabt. Naja, gut. War doch klar, dass der angegriffen wurde. Masterhändler. Danke. Ach Gott, jetzt, wie ging das nochmal? Reden mit dir. Okay, so ging es. Uff. So, was haben wir hier? Stoff. Das nehmen. Am Rania.
Achso, warte mal, ich wollte mal was gucken. Und zwar Pfeile. Waffen. Habe ich hier 17 Jagdpfeile. Nehmen wir lieber die Langstreckenpfeile mit rein. So. Gut. Das packe ich beim Pony rein. Arschlöcher. Blöden Schweine. Was habt ihr nun davon, wenn ihr hier einen einfachen Händler überfallt? Kann ich denn dem Pferd hier nichts geben? Ich denn dem Pferd jetzt hier nichts einstecken? Ach, hier in die Satteltaschen. Und das? Das kann weg. Wicht. Zustand 100. Was habe ich da drum? Okay, habe ich das jetzt weggeworfen? Wahrscheinlich schon. So. Was in die Satteltaschen kann? Das kann in die Satteltasche. Nee, stopp. Das kann in die Satteltasche. Der geht. Der geht und geht. So, und da hat das Pferd. Ach, das hat ja noch übelst viel Platz. Haha. Pferd, Inventar. Das hat ja noch richtig viel Platz. Was Schweres. Hier, das da. Das geht nicht. Na gut. So, Verbände. Dann haben wir es ja. Das hier könnte doch. Ne, wohl hat nur 4 Gewicht. Gut. Kann ich jetzt aufsitzen? Danke. Ja. Und los. Hoch, bitte. Ja, es war aufregend. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir konnten diesmal gut kontern. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch einen guten Treffer hat er abbekommen. Muss nur immer merken, dass wenn ich schlage, dass ich rechts andeute, ziehe und dann links loslasse. Dass er so eine schöne Bewegung macht. Oder rechts andeute und von oben schlage. Oder rechts andeute und von unten links vielleicht mache. Einfach dieses ein bisschen austricksen. Solche Mauern will ich später auch, Entschuldigung. Und dann hat man auch mega viel Glück, dass der seinen eigenen Kumpel angeschossen hat. Der Dödel, also. Das war echt gut. Deswegen immer in einer Linie stellen mit den Leuten. Ich bin immer zu eifrig mit dem Gnadenstoß. Also, ich schlag die zu oft. Dann kann ich nicht den Gnadenstoß versetzen. Aber ist nicht so schlimm. Hallo. Bless, hol ich aus. Gut gemacht. So, einmal hoch zum Meister. Hallo. Der Moldawit, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ich dann machen? Oh, ich habe Vize gefunden. Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria! Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Wie dem auch sei, ist egal. Scheiße gelaufen, aber was willst du machen? So, hier. Natürlich, hier ist er. Hätte auch behalten Ausgezeichnet, er können, sieht aber. unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Also ich hätte Möge noch Gott verkaufen über dich können, wachen. aber ganz ehrlich, Florian. Oh, ich kann mit Florian nicht reden, gut. So, Jungs und Mädels, jetzt nach dem harten Kampf, und wenn wir jetzt eh Zeit haben, und da gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Hier haben wir die Schmiede. Schmiede und Schleifstein. Das ist ein Badehaus. Ah, dann guck mal, so viel gibt es ja hier gar nicht. Also gehen wir mal kurz hier rüber. Dann gehen wir mal in die Schmiede. Hunger haben wir bislang noch nicht. So, das müsste ja danach hier drinne gewesen sein, oder? Fleischerei, ist ja geil.
Essen wollte ich jetzt nichts. Ich will sagen, nein, nicht knacken. Nein, auch nicht das knacken. Hallo Metzger. Glück und Gesundheit. Dir auch. Möge Gott über dich wachen. Was denn so? Sehr viel Fleisch. Warte mal, ich muss mal eher zum Schmiede, tut mir leid. Um? Also wirklich, so viel Hass kann man einem Menschen gar nicht zeigen gegenüber. Das war echt frech. Ist das ein Hund? Entschuldigung. Du damit? Zerleg das doch jetzt. Die tollen Animationen. Hier, zack, zack. Opa rumpoliert. Na, kung, kung, und zack. Zack. Und zack. Jetzt geht's ab. Und los. Na los, brich's ab. Na gut. Interessant hätte ich es jetzt gefunden, wenn er jetzt noch das Ding genommen hätte und hätte zwei Seiten gelegt. Also da hätte ich gesagt, Alter Heinz. Ich muss ein bisschen schleifen hier. Winkel. Mehr Druck. Weiß ich jetzt eigentlich, dass das geklappt hat? Ja. Guck mal. Okay, so, und jetzt bin ich fertig, oder was? Reparieren. Gespannt. Sag 96%. Cool. Schlecht. Hallo, Zach. Gott sei mit dir. Wieder ein geiler Bart. Reparatur. Kosteten alle 300. Alter Heinz. Das ist aber auch teuer. Jetzt habe ich doch wieder nur noch ein paar hundert, oder? 500 habe ich nur noch. Das ist echt übel. Ich frage mich, wie ich mir eine Stadt aufbauen soll. Ich habe nicht mal. Also, wo soll ich denn die Kohle hernehmen? Warte mal, ich könnte bei dir noch was verkaufen, ich dödel. Entschuldigung, Entschuldigung. Lass uns mal handeln. Was könnte man denn verkaufen? Trich, die Trich, nö, Dolch brauche ich selber. Ich habe ja nichts zum Verkaufen, gell? Edler Wein. Ich bin eh der Biertrinker. Fackel. Zwei. Flämischer Stoff, habe ich drei, Mike. Französische. Altarkerze, warum auch immer. Ein Glaskelch. Weg mit. Hackfell brauche ich selber. Kleines Rüstungsset, Rüstungsset, Rüstungsset. So. Langstreckenfall. Leinstoff, Minze, Pernach. Der kommt weg. Wer hat denn überhaupt? Vermögen des Händlers 700. Okay. Silberkelch. Den Ring behalte ich. Oh, warte mal. Silberkelch hätte ich gerne wieder. Den möchte ich der Dings schenken, vielleicht. Venezianischer. Glaskelch, ne, den behalte ich. Denke ich hier den. Okay, also ich kann wirklich viel Kohle mit Dings machen.
So, falschen. Gerade leider X gedrückt, anstatt zu falschen. Warum nicht? Ja, auch. So, mein Kumpel, also, wie war das jetzt hier? Ich erhalte und... Gib mir 135. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Das war einfach. Danke. So. Einmal hier drüber. Ja, bis jetzt der nächste Tag anbricht, gucken wir mal hier rein. Kann man das hier hochziehen? Ja, cool. Ein kleines Tor für die Fußleute. Und das war für die Karren früher. Für die Karren. Wo liegt der Topf? Wo ist denn hier überhaupt keiner? Oben. Irgendwie kein gutes Zeichen, wenn die hier so rumstehen. Musik da so ist. Was ist denn hier passiert? Was will der hier? Johanka. Johanka? Heinrich? Kenn uns? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Ja. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Scarlet dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Oh, das ist nicht viel, ne? Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Okay. Heilige Mutter Gottes, das sind wieder viele Aufgaben. Hilfe dabei, die Kranken und Verwundeten im Kloster zu behandeln. Welche Aufgabe haben wir noch? Hilft denn niemand? Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Könnt ihr es mir ansehen? Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Ist mir tatsächlich mal passiert. Fritz hat auf die Verbrennung gepisst und einen Tag später war alles wieder gut. Verstehe. In dem Fall sprichst du besser mit Bruder Nikodemus, bevor du hier Medikus spielst. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz, aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Ja. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe. Okay, gut. So, sonst noch was? Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten. Sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht. Lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Okay. Finde heraus, wie die besseren Bedingungen mit den Kranken wohnen schaffen kannst. Nun gut. Da haben wir es wieder, dieses verdammte Spiel. Wenn ich einfach meine eigene Stadt hätte... Könnte ich die alle da reinholen? Aber na gut. Wie fühlst du dich dabei? Du bist die einzige Frau hier. Alleine in einem Kloster. Manche Mönche reden mit mir. Doch für die anderen bin ich nur Luft. Leider zählt der Kustos zu den Ersteren. Was meinst du damit? Macht er dir Ärger? Andauernd. Angeblich hat er irgendwo eine Ehefrau. Aber das hindert ihn nicht daran, dauernd um mich rumzuscharwenzeln. Und, was noch? Na was wohl? Er hat mich natürlich in sein Haus eingeladen. Ich könnte etwas unternehmen, wenn du willst. Nein, mit dem werde ich fertig.
Drohgebärden von dir sind das Letzte, was ich brauche. Das hilft mir kein Stück und den Vertriebenen schon gar nicht. Ja. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Oh Gott, so, was kannst du mir, mir über den Kustos erzählen? Eigentlich soll er sich nur um die Wachen und die Sicherheit des Klosters kümmern. Aber in Wahrheit hat er überall das letzte Wort. Auch bei den Vorräten. Deshalb denkt er wohl auch, dass er sich alles erlauben kann. So, okay, ich weiß alles, was ich weiß. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig. Doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Oh, okay. Also müssen wir jetzt jagen gehen. Elias. Okay, also wir müssen jagen gehen. Wir müssen... Ich guck mal. Definitiv jagen gehen. 100 Wild. Sagen, damit fange ich am besten an. Irgendwo wieder raus. So. Bevor wir uns nicht um die anderen Sachen kümmern, gucke ich mir jetzt erstmal das hier an. Der hier schon wieder so blöd steht, dann will doch der wieder reden, ne? Helfer des Klostermeisters. Okay, gut. Oh, 100 Wild. Hm? Okay. Mal gespannt. Ob ich das jetzt auftreiben soll. Nein. Was angehobbelt? Puh, keine Bewegung, nichts, gell? Was ist jetzt erstmal hier? Na gut, wir werden was finden. Wir werden etwas finden. Das hoffe ich. Sauer Wälder. Bleib hier. Och Mensch. Oh, die falschen Pfeile drin. Langstreckenpfeil, ja. Also, das ist wirklich überhaupt nicht einfach, gell? Auch daneben. Hä? Sag mal. Treffe dieses Kanickel nicht. Na, endlich. Verdammt nochmal. Kann doch nicht sein. Ich kann an einem Mensch schießen. So. 21 Stück. 25 haben wir.
existieren. Ja, los, gib mir den Steinpilz auch noch mit. Nee. Bald schon wieder dunkel. Hm. Ach Mensch. Das ist aber auch echt eine krasse Nummer. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Und da bewegt es sich ja nicht mal, gell? Elende Vieh. Warte mal. Immer viel zu weit vorne. Alle hier eingespickt. Das Gute ist wenigstens, man kann sie wieder aufnehmen. Wäre viel schlimmer, wenn man sie nicht wieder aufnehmen könnte. Irgendwas? Ein Hörschwert, toll. Ist ein Tier? Ja, ein Häschen. Das treffe ich natürlich sofort. Na klar. Mal da hoch. Ja, so ein Reh wäre schon echt schöner gewesen, ne? Das war knapp. Aber. So, ein Häschen noch. Warte, jetzt bin ich einmal froh, dass es einmal stehen bleibt, gell, und dann sowas. Oh yeah. Komm mal kurz her hier. So, Hasenfleisch, das hier.